Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir müssen schlafen. Ich wollte jetzt mal gucken, eben schnell, ob wir hier in... Doch, über die Karte können wir doch, glaube ich, auch gucken, ob wir hier in Livorno eine Garage hätten, die wir kaufen können. Sieht aber doch danach aus. Das heißt, wir können hier in Livorno definitiv eine Garage kaufen. Wir müssen sowieso schlafen. Dann würde ich sagen, kaufen wir eine Garage. Und dann legen wir los. Ich muss noch schnell den Timer einstellen. Und starten. Dann passt das nämlich auch. Und jetzt müsste ich gucken, wo ist hier der Ausgang? Ich glaube, da vorne. Ja, es scheint so zu sein, dass wir hier in Livorno eine Garage kaufen könnten. Das wäre optimal. Die Chance wollen wir dann natürlich auch definitiv nutzen, ne? So. Okay. Sehr gut. Nicht zu schnell fahren. Jetzt fahren wir einmal rechts rum direkt. Doch, wir fahren rechts rum direkt. Und rechts ist frei. Links ist frei, das passt. Dann fahren wir jetzt links rein. Und können hier die Garage kaufen für 180.000 Euro, Leute. Mega. So, möchtest du die Garage kaufen? Ja. Damit haben wir jetzt eine neue Garage. Ich denke mal, LKW würde sagen, kaufen wir später noch dafür. Aber erstmal soweit sehr, sehr zufrieden. So, wir fahren jetzt hier rein, um direkt mal schlafen zu können, würde ich sagen. Ich wollte jetzt schlafen. Ging das hier? Um diese Garage zu verwalten. Ich wollte jetzt nicht die Garage verwalten. Sondern ich wollte eigentlich schlafen. Aber gut, wenn das nicht geht, dann müssen wir drüben in der Werkstatt eben schlafen. Oder die Ruhepause machen dementsprechend. So, und dann gucken wir gleich mal, ob wir sehen, wo wir einen Auftrag finden. Jetzt müssen wir nur hier wieder rauskommen. Und direkt in die Werkstatt rein. Stellen wir uns einfach eiskalt jetzt hier hin.
machen eben schnell die Ruhepause. Ganz einfach, ne? Einfach mal eben so schnell hingestellt, Ruhepause machen. Einkommen, 2063 Euro von Simona. Und direkt das nächste Einkommen, 1382 Euro von Lucy. Und 457 Euro von Ida. Wahnsinn. Einmal reparieren. Können wir direkt auch machen. Dann gucken wir jetzt dementsprechend erstmal, was wir für einen Auftrag hier finden am besten. Dann gucken wir nach hier in Livorno. Was hätten wir denn zur Verfügung? Wir hätten zur Verfügung Motorräder nach Bastia, nach Rom könnten wir fahren. Sollen wir Motorroller fahren nach Rom? Komm, fahren wir Motorroller nach Rom. Müssen nur dahin fahren zur Spedition, die abholen. 41 Kilometer. Nee, danke. Das ist mir doch zu weit. Haben wir einen anderen Auftrag? Passt auf, dann werden wir Folgendes machen. Dann suchen wir eine Spedition aus, wo wir hier in der Nähe sind. Und zwar müssten wir einmal links rumfahren. Dann fahren wir jetzt einfach zu einer Spedition und nehmen da einfach einen Auftrag an, den wir da haben. Das ist jetzt das Einfachste, glaube ich. So, einmal links rum. Rechts ist frei, links ist frei. Dann nehmen wir hier eine Spedition einfach und gucken, was wir da für einen Auftrag haben, ne? Das ist, glaube ich, das Einfachste. Bevor wir jetzt hier 40, 50 Kilometer noch fahren für den Auftrag. Glaube ich, so wesentlich einfacher dann. So. Ah, passt das mit dem Hänger? Mal gucken. Ich hoffe es. 11.000 nach Rom. Dann nehmen wir die Tour. Bohrsäure nach Rom. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber knapp. Aber gut. So, wie müssen wir jetzt abholen? Von hier müssen wir reinfahren, ne? So. Können aufladen. Perfekt. Fracht wird aufgeladen. Bohrsäure. Wie viel Tonnen? Irena, 1070 Euro Einkommen. Mega nice. 16 Tonnen Bohrsäure. Die wir jetzt transportieren nach Rom. 313 Kilometer fahren wir jetzt. Ich denke mal, da werden wir jetzt zwei Folgen für brauchen. Schätzungsweise. Diese Folge hat jetzt noch knapp 7 Minuten. Dann passt das, ne? So, lasst uns ein bisschen Gas geben jetzt. Lasst uns jetzt ein bisschen Gas geben, Leute. Wir müssen nach Rom. Fahrzeit 4 Stunden 40. Nächste Pause in 10, 11 Stunden. Das passt. Restzeit 8 Stunden. Das passt auch. Tanken. Ach, brauchen wir noch nicht. Tank ist noch mehr als die Hälfte voll. Das ist sehr gut.
So, rote Ampel, mal wieder. Hier müssen wir direkt runter. Roma. Sehr gut. So, hoch auf 80, links rüber einmal. Dann läuft das. Sehr gut. 139.000 haben wir jetzt noch auf dem Konto. Das reicht auf jeden Fall noch für den LKW, den wir wohl Ende der Tour kaufen, also sprich wahrscheinlich in der nächsten Folge. Kaufen wir direkt nochmal einen neuen LKW und dann stellen wir direkt nochmal eine Fahrerin ein. So, Tempomat mal rein. Ganz entspannt fahren hier. Ja, in Rom war ich selber jetzt noch nicht. Ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich schon in Verona war, Peschiera und Venedig. Wie gesagt, war mega schön. Venedig würde ich eigentlich gerne nochmal hin. Mal schauen. Irgendwann mal sicher nochmal. Irgendwann mit Sicherheit nochmal. Kilometer haben wir noch. Bis nach Rom. Da ist eine Tanke. Ich würde sagen, die nehmen wir. Also nicht zum Tanken, sondern einfach zum Folgen-Cut. So, Leute. Damit danke ich euch soweit fürs Zusehen für diese Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen neue Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf meinem Kanal. 12 Uhr. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dementsprechend wieder mit dabei seid. Und sage einmal in dem Sinne. Bis dahin. Servus und tschüss.